Wir wollen uns heute mal die Linux-Distribution Prim Tux ansehen. Auf die Schnelle, das ist eine sehr interessante Bildungsdistribution aus Frankreich. Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, ein neues Linux-Video, und ich habe hier mal die Distribution PrimTux gebootet. Das ist eine sehr interessante Distribution aus Frankreich, die sich an Kinder richtet, und zwar in verschiedenen Altersklassen. Und je nachdem, mit welchem Account man sich hier einloggt, bekommt man dann ein speziell für diese Altersklasse zugeschnittenes Desktop-Erlebnis. Entschuldigt bitte den Fluglärm im Hintergrund, ich weiß auch nicht, was da los ist. Wir haben drei Möglichkeiten, uns einzuloggen: Mini, Super, Maxi oder Administrator. Das hier ist die jüngste Altersklasse. Mini, Super ist in der Mitte und Maxi ist ganz außen, das heißt für die ältesten Kinder in der Grundschule. Wir starten einfach mal mit der Mini-Distribution. Wir geben kein Passwort ein, können das Ganze einfach starten. Und kleiner Disclaimer vorab, ich kann leider kein Französisch und man kann in dieser Distribution nicht viel an der Sprache ändern. Die Distribution ist recht langsam. Das Ganze basiert auf XFCE als Desktop und Debian als Linux-Unterbau. Und ihr seht hier, wir haben ein französisches Setting. Ich glaube, wir können das auch irgendwo umstellen, aber das nützt uns nicht viel. Wir gucken uns das gleich noch genauer an. Also, das hier ist XFCE. Wir haben hier verschiedene Dinge abgelegt in der Taskleiste links. Die können wir mal anklicken nach und nach. Wenn ich das hier anklicke, passiert schon mal gar nichts. Kann an meiner fehlenden Internetunterstützung liegen. Dann gibt es hier einen Dateimanager, auch komplett in Französisch, und den Chromium Web Browser. Den spare ich mir euch zu zeigen, weil ich ja hier eh kein Internet habe. Inzwischen können wir auch die Sprache ändern. Wir können hier tatsächlich auf Deutsch irgendwo umstellen, aber ich glaube, das bringt uns nicht so viel. Refresh. Kann halt auch nur raten, was ich hier mache. Ja, möglich, dass jetzt ein paar Dinge auf Deutsch sind, aber es sieht übrigens nicht wirklich danach aus. Und das wichtigste Menü hier an der Distribution, das ist dieses mit der Hand. Das ist das Prim Tux-Menü, und das unterscheidet sich jetzt eben von Account zu Account. Also hier gibt es verschiedene Anwendungen: Internet, OmniTux. Ich weiß leider auch nicht, was das hier genau alles für Anwendungen sind. Wir starten einfach mal irgendwas. Also das ist auf jeden Fall Bildungssoftware hier. Ui. Das war jetzt zum Beispiel aus dem Bereich Compilations. Weiß nicht mal, wie man das ausspricht. OmniTux, Gcompress, TuxPaint. Also teilweise kennt man die Programme natürlich aus regulären Distributionen. Zum Beispiel Scratch habe ich hier auch schon mal vorgestellt auf dem Kanal. Ein Programm, um kleine Spiele zu erstellen, um das Programmieren zu erlernen. Und dann halt hier verschiedene andere Anwendungen. Wir gucken uns gleich noch die anderen Systeme an. Sieht sehr interessant aus. Hier kann man womöglich was über die Landwirtschaft lernen. Nur ich kann halt mit all dem leider nichts anfangen, weil ich kein Französisch kann. Schade. Und wie gesagt, schade auch, dass das hier nicht umgestellt werden kann. Hier haben wir eine Textverarbeitung. Natürlich mit französischer Korrektur, vermute ich. Also das ist LibreOffice. So viel erstmal dazu. Dann gibt es hier links noch das Menü mit Favoriten, empfohlenen Utilities. Ich kann nur die Symbole hier interpretieren. Accessoires, Entwicklung, Bildung, Grafik, Internet. Firefox ist auch mit an Bord. Pidgin Messenger. So, dann gibt es hier Spiele, Multimedia. Unter anderem ist da Audacity dabei. Bluetooth-Einstellungen. Dann kann man das Ganze hier noch runterscrollen. Parameter und System. Im System kann man aber auch nicht viel an der Sprache ändern, leider. Also das ist wirklich ein bisschen schade. Interessanter Ansatz. Trotzdem, das hier ist die Mini-Variante. Die Einstellungen wollen sich leider auch nicht öffnen. Also gut, wir schauen uns mal ein anderes Profil an. Wir klicken mal den Maxi-User an. Die Taskleiste sieht genau gleich aus, der Hintergrund auch. Schauen wir uns das Menü an. Aha, hier gibt es jetzt deutlich mehr Programme und auch ganz neue Reiter. Bereich Mathematik würde ich vermuten. Scratch, diesmal die Erwachsenenvariante. Ja, verschiedene Tools, um Programmieren zu lernen. Das hier ist ein Globus, Stichwort Geografie. Und das hier ist das eben angesprochene Scratch, das ich wie gesagt auch schon mal auf dem Kanal vorgestellt habe. Natürlich auf Französisch, Mathematik, Französisch. Das hier ist wie gesagt jetzt die Maxi-Variante.
Neue Programme werden da vermutlich keine dazugekommen sein. Das müsste das gleiche sein wie vorhin auch. Über das Menü habe ich dann eh mehr oder weniger auf alles Zugriff, vermute ich. Audacity, sogar VLC ist mit an Bord, ein Brennprogramm ist mit an Bord. Und hier funktionieren zur Abwechslung auch mal die Einstellungen. Ja, hier kann man verschiedene Dinge konfigurieren. Man kann sogar die Menüs, also diese Handy-Menüs hier, so wird das genannt, selber einstellen. Falls jemand weiß, wie man das Ganze auf Deutsch umstellen kann, ich glaube aber nicht, dass das geht, schreibt mir das gerne mal in den Kommentarbereich unter dem Video. So, und zu guter Letzt will ich mir jetzt noch den Administrator-Account ansehen. Dafür ist jetzt aber leider ein Passwort notwendig. Das habe ich nicht. Das könnte ich sicherlich herausfinden, aber ich glaube, ich spare mir das jetzt. Und damit sind wir dann auch schon wieder durch. Also sorry, dass das hier kein allzu durchdachtes Video war. Ich kann halt kein Französisch. Ich fand die Distribution trotzdem ganz interessant. Insofern dachte ich, ich zeige euch das einfach mal und dann sind wir auch schon wieder fertig mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für euer Interesse. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.